Willkommen zusammen zu einem neuen Spiel hier auf dem Kanal, zu Machinki, einem Spiel, was so ein bisschen in die Richtung von Transport Fever gehen wird. Also es geht um den Transport von Personen, um den Transport von Waren und es gibt noch ein paar Besonderheiten bei diesem Spiel, darauf kommen wir dann später vielleicht mal. Zum Beispiel wird im Moment ein Multiplayer entwickelt, mal gucken, wie der funktioniert, aber auch grafisch sieht das anders aus, es hat andere Ideen und so weiter und so fort. Es orientiert sich sogar, so wie ich das verstanden habe, so ein bisschen an Transport Tycoon, das ist ja schon ein bisschen in die Jahre gekommen, war aber ein echter Klassiker und ich bin gespannt, was dieses Spiel jetzt bieten wird. Das soll Anfang Oktober als Early Access erscheinen. Wir dürfen es jetzt schon mal ein bisschen vorher zeigen, das freut mich natürlich und dabei müssen wir aber natürlich berücksichtigen, das ist jetzt alles noch Work in Progress, ne? Also es ist noch vor Early Access Start und das ist ja meistens eine sehr frühe Version. So, neues Spiel. Erweitert, Schwierigkeiten, okay. Wir nehmen jetzt einfach mal empfohlen für das erste Spiel. Und machen das erste Spiel. Ich habe einmal kurz reingeschaut. Willkommen bei Machinki. Du bist Besitzer eines kleinen Transportunternehmens. Du wirst Schienen verlegen, Fahrzeuge kaufen, Waren und Fahrgäste transportieren und versuchen, dein Unternehmen zum finanziellen und technologischen Erfolg zu führen. Dies ist deine erste Aufgabe. Du wirst sehen, was du erhalten kannst, in diesem Fall zum Beispiel Geld und was dazu benötigt wird. Genau, ich habe mir überlegt, ich werde mit euch ein bisschen das Tutorial durchspielen, weil ich glaube, es ist ganz gut, dass, also da bekommt man schon ein bisschen einen Eindruck davon, wie das ganze Spiel funktioniert und das ist ja sicherlich nicht ganz unwichtig. Von daher wollte ich das einfach mal mit reinnehmen. So, ich würde sagen, wir klicken auf OK. Auf der linken Seite des Bildschirms siehst du verschiedene Arten von Aufgaben. Ära-Aufgaben. Schreite zur nächsten historischen Ära voran, mit nächsten neuen Industrieketten, neuen Fahrzeugen und so weiter. Ereignisaufgaben. Große, epische Aufgaben, welche mit der Gesamthandlung oder mit anderen Aufgaben verbunden sind. Anleitungsaufgaben. Lerne neue Funktionen und erforsche hunderte von Machinkeys Geheimnissen. Und Sandbox-Aufgaben. Generiert Aufgaben auf der Karte. Okay, wir sind jetzt hier vermutlich noch im Anleitungsmodus. Zoom mit dem Mausrad runter, hoch. Um die Kamera zu bewegen, drücke die rechte Maustaste und bewege. Okay, das ist soweit jetzt nicht besonders spektakulär. Zuerst formen wir einen Hügel oder ein Tal. Dazu musst du das Gelände stark verändern. Gebäude, Schienen, Brücken und so weiter benötigen eine richtige Geländeform. Okay. Das ist ja auch eine Sache, die gibt es zwar bei Transport Fever, aber ist nicht so wahnsinnig. Wo müssen wir das denn hin? Okay. In diesem Spiel geht es darum, Eisenbahnstrecken zu bauen. Die einfachste Strecke ist zwischen zwei Bahnhöfen verbunden mit einem Lokschuppen. Bahnhof hat dieses Symbol, Schienen dieses und Lokschuppen dieses. Gut, eigentlich selbsterklärend. Was ich aber mega cool finde, was ich gerade sehe, Bottrop und Jena. Es gibt hier deutsche Städte. Das finde ich extrem cool. Also Bottrop im Westen, Jena im Osten. Wähle zunächst die Werkzeugart Eisenbahn. Das ist das. Jetzt müssen wir eine Station bauen und das sollen wir. Ah, Moment. Hier ist Bottrop. Und hier scheint Jena zu sein. Na? Ich glaube, hier ist es nicht so sinnvoll. Okay. Ach du liebe Zeit. Wieso ist denn... Oh gut, Bottrop und Jena sind auf jeden Fall ganz gut verbunden. So. Nun kommt der schwierige Teil. Verbinde beide Stationen. Habe ich gemacht jetzt, glaube ich, ne? Oder habe ich es noch nicht gemacht? Ist hier noch... Wähle den Lokschuppen. Es ist ein, das markierte Symbol. Okay. Machen wir das mal. Mit M können wir das rotieren lassen. Ja. So. Machen wir es doch so. Öffne Lokschuppendetails,
indem du darauf klickst. Okay. Ich habe das eben schon mal kurz angespielt, aber das ist mir leider abgestürzt. Das meine ich mit Work in Progress. Das kann natürlich immer passieren. Deswegen werde ich auch hin und wieder mal speichern. Aber jetzt werden wir erstmal den 260-Porter kaufen. Höchstgeschwindigkeit 70 km/h. Okay, ich glaube, wir haben gar keine Wahl. Jetzt brauchen wir noch einen Wagen. Der gute Pullman. Wie viel müssen wir denn? Kaufe 3. Wo ist Start? Ah, hier. Müssen wir keine Linien mehr festlegen für den Zug? Vergiss nicht, zum realistischen Modus zurückzukehren. Okay, das ist der realistische Modus. Ja. Spring in den Zug. Ah, hier, okay. Ah! Das ist ja nicht schlecht. Komm, wir fahren mal mit. Das ist ein bisschen komisch, die Grafik, ne? So geblurrt irgendwie. Aber wir können uns hier sogar bewegen. Finde ich nicht schlecht. Ah, okay, wenn wir das. Die Grafik ist schon wirklich tipptopp. Also, das gefällt mir. Aber das ist jetzt hier der Lokschuppen. Und was passiert jetzt hier gerade? Wir müssen doch irgendwie eine Linie erstellen, glaube ich. Strecke. Wie ich das sehe. So. Wie ich das sehe, wird hier auch nicht zwischen Personenverkehr und so unterschieden, sondern hier wird jetzt auch schon Holz angeliefert. Das heißt, wir können die vermutlich kombinieren. Dann können wir noch ein paar. Müssen wir mal schauen, ob der jetzt fährt. Also es ist noch alles sehr, sehr ungewohnt, weil es ist natürlich eine ganz andere Oberfläche und so. Habt da Nachsehen bitte, wenn ich das falsch mache mit mir. Ich bin auch wahnsinnig gespannt, was ihr dazu sagt, ob ihr euch das vielleicht auch kaufen werdet oder ob ihr das auf eure Watchlist packen werdet. Oder Wishlist vielmehr, wisst ihr. Aber ich denke, die wichtigsten Funktionen wurden erstmal klar. Und ich glaube, jetzt sind wir schon mitten im Spiel. Also erste Strecke haben wir jetzt erstellt. Frühes Dampfzeitalter. Und erste, ja okay. 50 Passagiere sollen wir erstellen, transportieren. Wir haben im Moment 10 von. Ah, okay. Und hier haben wir auch unsere. Okay. Ich verstehe. Gefällt mir ganz gut, muss ich sagen. So vom ersten Eindruck. Also einer wartet jetzt am Bahnhof. Und hier warten immerhin 7. Scheint eine lohnende Strecke zu sein. Finished. So, was wären wir jetzt am besten für eine Belohnung? Sollte man ja vermutlich strategisch machen, nur weiß ich jetzt gar nicht genau. Das wurde, glaube ich, am Anfang erklärt. Wir nehmen jetzt einfach mal diese. Achso, wir können sogar beides nehmen. Okay. Können wir hier auch schon? Ja. Ach nee, Moment. Durch die neuesten Entdeckungen in der Metallurgie und die geplante Öffnung der ersten Gießerei in dieser Region sind unsere Ingenieure kurz davor, große Fortschritte in der Dampfmaschinenentwicklung zu machen. Sie werden bald die Fähigkeit haben, schnellere und größere Dampflokomotiven zu bauen. Alles, was sie brauchen, um ihre jahrelange Arbeit zu vollenden, sind Ressourcen. Okay, das heißt, wir sollen investieren.
Okay, also ich muss ehrlich gestehen, das Spiel verlangt jetzt schon viel von einem. Wir hören uns erstmal die Belohnung ab. So. Und dann schauen wir uns jetzt mal an. Also hier wird schon immer fleißig Holz. Hier wird immer fleißig Holz eingeladen. Vielleicht können wir das ja irgendwie arrangieren, dass wir hier noch ein Ausweichgleis machen. Okay, ist nicht so einfach. Wir müssen uns das offensichtlich so machen. Ah, es hilft nichts. So, machen wir mal Signale. Dann können wir vielleicht noch eine Holzlinie da arrangieren. Jetzt müssen wir noch irgendwie Richtungs... Ah ne, Moment. Tschüss. Moment. Rastet ein bisschen aus hier, die Lokomotive. Left Mouse Click. Und hier? Mal schauen. Nee, hat er noch nicht verstanden. Ich glaube aber auch, dass das hier ein bisschen blöd gesetzt ist. Hoppala. Stopp. Sorry. So. Und dann müssen wir hier nochmal ran. Okay. Ich glaube, das ist aber jetzt hier falsch. Stopp. Hä? Das verstehe ich noch nicht so ganz. Also die Signalschaltung ist ein bisschen anders als... Wieso zeigt er denn jetzt hier? Okay. Es ist... Ich hab... Natürlich. Left ist ja links. Ich trottel. Ja. Man kennt es. Okay, ich glaube, jetzt ist es klar. Jetzt ist die Ampelschaltung geglückt. Und dann holen wir uns jetzt mal hier so ein... Holz wollen wir hier transportieren. Und... Er soll auch hierher fahren. Moment. Das war jetzt eine zu viel. Okay, dann schauen wir mal. Hat er das jetzt verstanden, oder? Nee. Wieso hat er das nicht starten? Ah, okay. Nee. Hat er auch nicht verstanden.
Das ist alles noch ein bisschen kompliziert hier. Ah, das ist der hier, ne? Moment, und dann müssen wir hier Bahnhof 1, Bahnhof 2. Okay, ich hoffe, jetzt hat er's. Ah, okay. Also, das habe ich nicht bedacht. Das war mein Fehler. So, jetzt schauen wir mal. Okay, jetzt stehen die hier beide. Müssten wir noch... Was müssen wir denn hier jetzt noch für ein Signal hinbauen? Oder ist es doch... Okay, ich glaube, jetzt haben sie es geschafft. Okay, und jetzt ist der. Okay, ich glaube, sie haben es gerafft, was ich von denen will. Sind wir wieder im realistischen Modus? Und woran wollen wir jetzt... Wir wollen jetzt eine Gießerei-Erweiterung kaufen. Firmeninformationen, Schlüssel... Aufgaben. Wo können wir denn hier eine Gießerei bauen? Hier, was? Nee, das ist eine Kohlemine. Ich mir noch mal genau durchlesen, was die von mir wollen. Klappt das denn jetzt hier? Ja, offensichtlich. Die haben 21 von 21. Ja, gut. So, wieso ist der Fortschritt denn... Ah, in ein beliebiges Sägewerk. Ah, okay. Ich verstehe. Dann haben wir einen kleinen Fehler gemacht. Hier ist der Wald direkt und dann müssen wir im Prinzip in die Richtung hier expandieren. Das mache ich mal schnell. Also das Bauen ist hier ein bisschen anders. Das ist so ein bisschen so ein anderes System. Ich versuche mal hier den Wald ein bisschen zu umbauen. So. Und jetzt müssen wir eine Station bauen. Die bauen wir dann am besten hier hin. Obwohl, vielleicht ist hier besser. Müssen wir entsprechend... So. Und dann lassen wir den Zug eine andere Strecke fahren. Und zwar nach hier. Und so. Die Bahnhöfe können wir offensichtlich auch benennen, aber das können wir ja immer noch machen. Das ist ja, das dient ja jetzt eher so dem First Look. Gut. Na gut, ich würde sagen, mit diesen Eindrücken entlasse ich euch erstmal. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Mir macht es auf jeden Fall Spaß. Ein bisschen, man muss sich erstmal einfinden. Es ist halt auch grafisch, es ist grafisch völlig anders. Aber das ist ja nicht schlecht. Und ich glaube, ja, der Fortschritt ist auch schon angestiegen. Und genau, wie wir Signale bauen und so weiter, wie wir weitere Aufgaben erfüllen, das seht ihr dann in den nächsten Folgen. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei und ihr könnt ja mal schreiben, werdet ihr euch das kaufen oder nicht. Ich bin gespannt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.